Hallo zusammen, ich wünsche uns allen einen informativen Vormittag. Mein Name ist Martina Gunske von Köln. Mein Fachbereich ist die Sprachlehrforschung. Das heißt, ich beschäftige mich mit der Fremdsprachendidaktik. In der Fremdsprachendidaktik geht man davon aus, dass die Projektarbeit die intrinsische Motivation fördert. Denn die Projektarbeit zeichnet sich dadurch aus, dass die Studierenden selbstbestimmt und kreativ arbeiten und die eigenen Lernwege mitbestimmen können. Ferner werden bei Projekten unterschiedliche Lernprozesse ermöglicht und in Teams können die Einzelnen ihre eigenen Stärken einbringen. Auf dieser Grundlage möchte ich nun auf das Kurzfilmprojekt, das ich seit Jahren erfolgreich mit mehreren Partneruniversitäten in Deutschland durchgeführt habe, vorstellen. Das Projekt hat einen engen Bezug zum wirklichen Alltag, denn jedes Jahr gehen Studierende sowohl von meiner Uni als auch von den Partnerunis für ein Jahr zum Auslandsstudium. Allerdings ist der erste Schritt in ein weit entferntes, unbekanntes Land für einen so langen Aufenthalt aufzubrechen nicht ganz einfach, gerade im Fall von Deutschland und Japan. Deshalb benötigen die Beteiligten zunächst Informationen über die zu besuchende Institution. Und vor diesem Hintergrund entstand die Idee, 5-minütige Videoclips für die Studierenden der jeweiligen Partneruniversität zu erstellen. Anders als bei den offiziellen Broschüren von der Universität erhalten die Studierenden durch die Kurzvideos Informationen aus der Studierendensicht von Gleichaltrigen. Und der Zweck der Videos ist also zum einen über die Uni, an der man möglicherweise ein Auslandsstudium verbringen möchte, Informationen aus erster Hand zu erhalten und zum anderen die eigenen Fremdsprachenkenntnisse zu erweitern und auch schon vor der Einreise in das fremde Land Kontakte zu gleichaltrigen Studierenden zu knüpfen. Es entstehen also so 5-minütige Videos zu Einzelaspekten des Unilebens im anderen Land. Hier auf der Folie seht ihr nur ein paar Beispiele. Je nach Bedürfnissen oder Gruppenstärken können auch kulturelle Aspekte einbezogen werden. Kneipenkultur ist für die Studierenden genauso wichtig wie, wie sieht der Campus aus oder das Wohnheim. Im Anschluss an die Erstellung und den Austausch der Videos, die die Studierenden wahlweise im oder außerhalb des Unterrichts ansehen, werden auf Plattformen wie zum Beispiel Moodle Fragen und Kommentare zu den Videos hinzugefügt oder auch Diskussionen zwischen den zwei Gruppen geführt. Wir Lehrende haben bei Projektarbeit, bei der die Studierenden selbstbestimmt und autonom arbeiten, die wichtige Aufgabe, die entsprechenden Werkzeuge anzubieten. Ich habe im Laufe der Zeit ein Arbeitsblatt entwickelt, in dem die einzelnen Schritte und Aufgaben abgebildet sind, denn die Studierenden unterschätzen den Aufwand, den diese Arbeit mit sich bringt. Außerdem habe ich ein Merkblatt mit Schwierigkeiten, die auftreten können. Dieses Merkblatt entstand durch die Fehler, die in vorherigen Semestern aufgetaucht waren. Ich habe ja schon gesagt, dass ich das jetzt seit mehreren Jahren mache und ich beobachte immer wieder, tauchen die gleichen Fehler auf. Da komme ich dann auch schon zu einem Problem, was sehr häufig der Fall ist, nämlich Außenaufnahmen, dass man nämlich beispielsweise den Wind, das Rauschen der Blätter, vorbeifahrende Autos, lachende Menschen in der Nähe sehr gut im Video zu hören bekommt, allerdings die Sprecherin überhaupt nicht oder nur sehr schlecht. Ein anderes Problem, ich bin ja im Fremdsprachenunterricht tätig, dass viele Studierende alles in ihrer Muttersprache vorbereiten und dann nicht in der Lage sind, das Ganze in der Fremdsprache zu kommunizieren. Sollten also Sie aufgrund von internationalen Gruppen mit Ihren Studierenden in der Fremdsprache Videos erstellen, muss von Anfang an die Frage geklärt werden, was kann ich überhaupt in der Fremdsprache leisten? Und diese Frage muss wiederum verknüpft werden mit der Frage,
was von dem ist für die Adressatinnenseite relevant und interessant. Das sind nur ein paar Probleme, die immer wieder auftauchen. Ich komme jetzt auch schon ans Ende. Weitere Informationen können wir gerne über MetaMost austauschen. Die Videos sind teilweise so gut, dass man sie später bei Werbeveranstaltungen auch benutzen kann. Deswegen, der Aufwand lohnt sich und den Studierenden und mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören.